Selbst die ganz heiß Gesottenen unter uns, die eigentlich die Clanspiele auch nicht mögen, sagen es mittlerweile auch, dass es immer so eine kleine Horrorwoche ist. Also hier mit den Freuspielen. Leute, wir sollten uns eigentlich nur freuen, dass Clash of Clans uns so eine tolle Woche mal beschert. Aber ihr merkt es ja selber auch an meiner Euphorie. Ich kann mich fast nicht halten und habe deswegen so viele Videos darüber gebracht. Aber dieses Mal ein ganz normales Freuvideo. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, die Clanspiele sind wieder da. Letzte Woche im Monat deutet sich das immer an. Es sind jetzt zwar noch 4 Tage, aber und die Clanspiele gehen nur noch einen Tag 19 Stunden. Aber dennoch denke ich mal, dass die meisten Clans sich dem immer noch entledigen, so will ich es mal sagen. Und auch ich habe mir gesagt, okay, ich mache mit jedem wenigstens 1000 Punkte, damit das wenigstens in der Gesamtübersicht so ist. Die hier dann natürlich die 4000 machen können, nochmal zweimal reingreifen. Das mache ich, das tue ich. Ich meine, manchmal tue ich es mir an, ja, aber im Moment bin ich halt ultra, ultra faul. Wir spielen übrigens gegen einen deutschen Clan im Clankrieg und gegen Schnapsbar und gegen zwei deutsche Clans sogar. Denn im Clan Herausforderer spielen wir gegen Ramazamba im Moment. Also Grüße gehen auf jeden Fall an beide Clans raus. Freut mich wahnsinnig, wenn es immer gegen deutsche Gegner eigentlich geht. Also gegen die Eidgenossen. Eidgenossen, das wären den Schweizer. Sondern gegen die halt auch aus dem gleichen Terrain sind. Was hat er denn hier eigentlich genommen, der Cheops? Okay. Die Rootreiter. Man hört und sieht von Supercell eher wenig im Moment, also es reicht ja auch irgendwann mal an Events und an ich mache mal meine Kisten und ich mache dies, ich mache das, ich mache Pass und Clanspiele und morgen, oh mein Gott, wird es noch schlimmer. Ja, morgen kommt der richtige Horror, denn morgen ist wieder Clanstadt. Morgen ist wieder Clanstadt, also Clanstadtbeginn und dann ist das ist dann nochmal, das toppt den Horror dann nochmal. Sehr schön gemacht hier mit dem Wurzelzauber. Allerdings laufen die natürlich jetzt. Na doch, die waren eigentlich waren die im Rathaus dran. Das Rathaus ist nicht mit drin, ne? Aber okay. Alle helfen hier, auch die Bären helfen hier sehr, sehr schön. Ist auch eine coole Strategie hier im Rathaus 16 Bereich. Und mal sehen, wie die Clankriege hier ausgehen. Beim kleinen Herausforderer muss man leider unsere kleine, aber feine 20er Siegesserie erstmal beiseite legen, so will ich es mal sagen. Wir haben leider den letzten Clankrieg ganz, 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 ganz hauchdünn verloren. Also wirklich nur nach 0,00001% oder so. Und ist aber nicht so schlimm. Vor der Serie ist nach der Serie, ne? Oder andersrum, nach der Serie ist vor der Serie. Also werden wir wohl wieder eine kleine Serie hoffentlich aufbauen, obwohl gegen Ramazama wird schwierig. Die kann ich hier im Moment schlecht einschätzen, weil die noch nicht so viele Angriffe gemacht haben. Und wir haben natürlich noch massiv Zeit hier. Mit meinen 13er habe ich meine Angriffe hier schon gemacht. Das heißt, ich kann mich natürlich ganz den Clanspielen widmen, wo ich auch richtig Lust drauf habe. Nicht? Und aber ich will mal nicht so sein. Was heißt nicht so sein? Mit 1000 Punkten ist man ja auch im Pass auf jeden Fall dabei, deswegen gerade diese magische Marke 1000 Punkte erreichen. Ja, das ist ein Passspiel und das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, es gibt sogar 200 Punkte meines Wissens. Ich gucke mal gerade nach. Ich glaube, es gibt dafür 200 Punkte immer. Da, ja, 200 Punkte, Leute. Also die sollte man auf jeden Fall mitnehmen, je nachdem, wie man die Pässe spielt. Und ich spiele den Pass auch genau dann viel hier, wenn da die Clanspiele sind. Muss ich auch ganz klar sagen, mit vielen Accounts mache ich dann doch mehr, als dass ich normal farme, sage ich mal, oder halt normal nur meine CK-Angriffe mache. Oh, den können wir mitnehmen. Der hat aber was in der Clanburg. Okay. Der hat aber was in der Clanburg. Und er hat 2 Feger. Wie jede Base. Allerdings, wo sind die alle? Da und da. Okay. Ich würde natürlich ganz gerne den Adler da hinten mitnehmen und vielleicht noch ein Stück Queen. Das heißt, der fegt nach da, der fegt nach da. Dann machen wir das mal so. Wir nehmen hier mal 2 so zum Antesten für so eine Luftmine und gehen hier mal rein. Ja, ich hätte vielleicht ein bisschen weiter runter gehen sollen, weil ich jetzt doch ziemlich hoch hier ankomme.
weil ich doch sehr hoch gerade ankomme. Das war eigentlich nicht von mir gewollt. Ich hätte gerne den Adler mitgenommen. Schatztruhe haben wir auch noch nicht. Okay. Ist uns noch nicht gegönnt und dann müssen wir gleich da gegen den Adler rein. Okay, 1, 2, 3. Mal sehen, ob der Mauerbruch da noch irgendwo anders hingeht. King, lauf. Und er lief. Oh, das ist gut. Aber der Drachen war sowieso auf dem Eisgolem. Okay, der Drachen war auf dem Eisgolem. Und dann können wir jetzt hier reinspielen. Ach, du Herrje, nee. Ich habe schon alle Luftabwehren weg, sehe ich gerade. Okay, das ist natürlich nicht so dolle. Halt. Der muss nach da. Das ist natürlich nicht so dolle, Leute. Das war jetzt nicht meine Absicht. Und außen haben wir natürlich noch einen royalen Champion. Ich glaube, den. Und auch noch ein. Komm, wir machen erstmal den Champion da weg. Sehr schön. Und hier außen weiter clearen. Da geht aber schon ein bisschen was. Sollten wir auf jeden Fall schaffen. Sollten wir schaffen. Eine Mele von beiden. Sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir auch die Kiste. Perfekt. Schnell noch die Truppen hier loswerden. So spielt man Clanspiele. Aber das war jetzt erst. Das waren ja jetzt erst ein paar Truppen. Aber schöne Truhe. Jawohl. Okay, die ist nicht so schön wie Elixier. Naja. Ich kann es aber ganz gut gebrauchen. Für ein paar Mauern. So, wie viel waren das jetzt gerade? Die brauchten wir nicht. Oh, das waren schon 58 Truppen. Okay. 58. Jetzt haben wir was mit Hox. Das heißt, wir holen uns hier. Wir holen uns hier was anderes. Und zwar auch wieder dunkle Truppen, die wir jetzt brauchen. Ich habe ja so ein paar dabei. Das muss man natürlich auch mal berechnen. Bringt natürlich nichts, wenn ihr ein Clanspiel annehmt. Sollte euch selber Clan sein. Und ihr erfüllt dann die Bedingungen nicht. Dunkle Truppen wären diese hier, ne? Das sind auch wieder 45 Platz. Ah, okay, passt nicht ganz. Passt nicht ganz. Oder nehmen wir die Tunneler mit? Oder kriegen wir noch einen mit? Okay, das ist ein bisschen. Das ist gerade wirklich ein bisschen schmal, ne? Das ist wirklich ein bisschen schmal. Ne, machen wir nicht so. So auch nicht. Dann machen wir es lieber so. Dann haben wir 45 garantierte Truppen. Okay. Kaufen wir eben. Und dann schauen wir mal, dass wir das Clanspiel hinbekommen. Ja, es ist immer leidig und gerade von Clanspiel aufnehmen ist sicherlich auch nicht so pralle für euch. Deswegen immer mal wieder so einen kleinen CK-Angriff dazwischendurch, glaube ich. Ist gar nicht mal so schlecht, aber ich kann auch eine Truhe öffnen. Das mache ich dann mit euch auch. Jetzt sucht man natürlich immer die Millionenkrieger hier, so wie diesen hier, der auch noch so leicht gerusht ist. Ja, also mit Bogenschützenturm, mit Magierturm hier noch nicht so richtig durchgelevelt. Kleinen Hülden, sehr schön. Jetzt habe ich natürlich, das ist eigentlich eine schöne Blimp-Base, aber gut, das habe ich jetzt gerade nicht am Start. Deswegen gehen wir mal da rein, wo die Queen ist, würde ich mal sagen. Da ich eh keinen Headhunter in der Gruppe habe, hier nehme ich selten Headhunter mit. Ich kann euch auch genau sagen, warum das so ist. Das liegt einfach daran, dass ich die Miner auf jeden Fall ja gegen gewisse Truppen auf jeden Fall wehren. Andere Truppen machen das ja nicht. Die gehen ja unter Umständen nur auf Defenses drauf. Und deswegen nehme ich eigentlich selten hier was mit. Allerdings gegen starke Helden ist es dann auch manchmal schwierig, die hier auswählen. Ist natürlich dann auch manchmal schwierig. So, hier können wir die noch ziehen hier. Entschuldigt, dass ich gerade ein bisschen leiser werde, Leute. King setzen wir hier und das Ding hier hinten. So, meine Queen muss da jetzt erstmal durch die Mauer durch. Und dann setze ich doch hier mal bei der Clanburg an.
Hab jetzt natürlich da hinten. Oh, mal gucken, wo die alle so hinten marschieren. Oh, Nardo gefunden. Sehr schön. Jetzt muss ich aber trotzdem ein bisschen aufpassen hier, Leute. Dass der Beschuss da nicht zu hart wird. Könnte natürlich auch mal ein Wort entzünden. Machen wir auch. Und ja, hier außen ist es nicht so stark, ne, mit dem Level 1 oder Level 2 Bogen Magierturm hier. Also die Base war mehr recht als schlecht, aber tut mir natürlich gut. Keine Frage. Und ich bin auch auf dem Weg wieder so ein bisschen in höhere Ligen, auch mit den kleineren Accounts hier mal so ein bisschen Meister und Champion so ein bisschen abgrasen und natürlich die Truhen hier mitnehmen. Bringt alle nichts. Na, okay, immerhin eine seltene und eine schöne Hero Potion. Die kann ich mit Donnerbengel sogar noch gut gebrauchen. Sehr schön. Allerdings habe ich meine Klankriegsangriffe schon gemacht. Hält 23 Stunden 59. Ich glaube, wenn wir dann morgen wieder suchen, ärgerlich. Hätte ich natürlich gerne genommen jetzt im Klankrieg für eine Stunde. Perfekt. Und der hier, den werde ich auch nehmen. Allerdings je nachdem, was ich heute noch fertig bekomme. 8 Mille. Ist ganz schön viel. Habe ich denn eigentlich hier gar nichts? Doch, habe ich doch. Wieso nehme ich die denn nicht auch mal so ein bisschen hier? Ist der Tower Mortar. Dann können wir doch noch einen machen. Jawohl, ein Wizard Tower noch für 9 Mille. Nehme ich die mal. Manchmal sieht man auch den Wald vor lauter Augen nicht andersrum. Das liegt aber sicherlich daran, dass ich mit denen hier auch keine Pässe habe und kaufe. Und hier habe ich auch keine. Seta Elix ist auch fehl am Platz. Okay, haben wir sehr gut gemacht. Wie sieht's aus bei euch? Wie sieht's aus bei uns? Das waren jetzt gerade schöne 500 Punkte für mich. 150 würde ich mit euch noch erspielen wollen, tun. Ja, was müssen wir hier machen? 3 Houses of Spacing mit, na, sehr ärgerlich. Ich nehme dann manchmal einfach mein zweites Tablet natürlich und fordere, sodass ich diese Clan-Spiele auch, sage ich mal, hinbekomme. Es ist im Moment kein Nachtdorf-Spiel dabei, ne? Doch Bilder-Battle, aber das ist zwar Mauern, 100 Mauern. Obwohl 100 Mauern eigentlich schnell gehen und 30 hier, aber es sind auch nur, oh ja, 150 Punkte. Also wir nehmen erstmal den hier und dann spenden wir das eine Glas hier, würde ich sagen. Oh ne, haben wir schon completed. Stimmt, das sind ja 3 Platz. Vergesst es, Leute. Okay, hier sind unsere 1000 Punkte und damit haben wir auch das Pass spielt fertig. Also schön die Punkte noch mit reingenommen. Und dann habe ich jetzt doch gerade noch einen kleinen Schnitt drin, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. 960, also lohnt sich auf jeden Fall. Immer wieder, auch wenn ich meckere ja auch jedes Quartal oder jeden, nicht jedes Quartal, ich meckere ja auch jeden Monat, stöhne ich auch selber über die Clan-Spiele, aber sie sind nun mal da. Wir müssen sie mitnehmen. Es gibt ja auch ein paar nette Rewards, allerdings gibt es jetzt auch schon, gerade jetzt mit der Schatzsuche und auch mit dem einen oder anderen Event gibt es natürlich, ich nenne es mal so, Konkurrenz zu den Clan-Spielen. Also ein bisschen attraktiver würde ich mir das Ganze auch wünschen und ich würde es mir auch, wenn ich ab und zu mal ein Leecher bin, ich würde es mir auch ein bisschen fairer gönnen, denn die da oben können zweimal reingreifen, keine Frage, also einmal durch und dann können sie sich noch ein Item nehmen. Die hier unten können das machen, das nur zweimal, und die hier unten, die da so sind, die kriegen trotzdem aus allen Vieren. Das finde ich immer noch nicht gut. Ich fände es immer noch fairer, wenn es eine Abstufung gibt. Wenn du 4000 Punkte hast, kannst du in alle Tiers reingreifen und sogar noch ein zweites Mal aus einem beliebigen Tier. Hast du nur zwischen, ich nenne es mal so, 0 und 1000 Punkte, kannst du auch nur die ersten beiden abgreifen. Ich überspitze das mal, aber wäre vielleicht eine Idee. Hast du zwischen 1000 und von mir aus 3000 Punkte, kannst du die ersten 4 abgreifen. Und hast du über 3,9, ich gehe mal nicht an die 4000 ran, über 3,9, dann kannst du alle schon nehmen. So, das finde ich viel, viel fairer, weil dann wären da unten auf jeden Fall diese 150er oder manchmal ja nur die 50er, wenn hier mal manchmal ja ein 50er mit drin ist, wo man nur so ein paar Büsche sammeln muss. Und trotzdem kriege ich hier das fette Heldenbuch am Ende, ja.
Fände ich super, super fair, wenn es hier auch noch mal so eine Abstufung gibt. Aber es ist ja auch eigentlich ein Spiel, einer für alle für einen. Und deswegen, da macht halt der eine mehr, der andere weniger. Man darf sich dann nur nicht beschweren, wenn man die Clanspiele nicht schafft und hat dann selber kaum Punkte erbracht. Das mache ich sowieso nie. Ja? Aber ich denke mal, die Rewards sind mal wieder phänomenal. Also zumindest das Heldenbuch, das ist eine Goldrune. Ne? Eine Goldrune, echt sehr, 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 sehr nice. Und natürlich die Forschungstränke hier hervorgehoben. Nichtsdestotrotz, beste Item hier im Spiel ist sowieso die Schippe. Also die ist eh unbezahlbar. Mir manchmal sogar noch eine kleine Ecke wichtiger als eine dunkle Rune. Weil wenn du davon genug hast, kannst du Schippen nicht genug haben. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal ein mit Kabel mal wieder hier. Ein Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, beim Kanal dranbleiben und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Ciao, ciao und habt viel, viel Spaß an den Freudespielen. Bis dahin, euer Toto. Clashed.